Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Lucius. Fragen wir mal, was unsere Aufgabe heute ist. Wiederhole, wiederhole. Weder Banderole noch Tirole, sondern... Pistole? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich glaube ja wohl kaum, dass wir jetzt mit unserem Lucius hier eine Pistole haben werden, aber... Naja, egal. Finden wir es doch einfach raus, wen wir heute um die Ecke bringen werden. Er wird einen bedauerlichen Unfall erleiden. Die Höllennamen zur Verwendung in der Anrufung auf. Ja, Charles, unser Vater wird langsam ein bisschen... Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Aber natürlich. Du bist doch mein sogenannter Vater. Alles gut. Ich bin vom Lieferdienst, bin ich. Ich bin vom Lieferdienst, Ich bin vom Lieferdienst, denn ich bin Lucius. So, hier. Ah, jetzt kann ich die endlich mal verwenden. James. Mein Privatlehrer James. Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Dann habe ich schon eine Ahnung, weil da drüben war mal eine Schublade, die ich nicht aufmachen konnte. Eine Notiz mit den Zahlen 6.6.1966. Okay. Lucius, du hast mich erschreckt. Sei doch nicht so paranoid. Ich meine, hier sind da erst ein paar Leute gestorben. Alles gut, Mutter. Ja, dann probieren wir es doch mal. Nein, hier war es nicht richtig. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Wichtige Papiere meines sogenannten Vaters. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Das muss ich überprüfen. Sag mir bitte, dass das vielleicht ein Code war. Also da. Ich wollte nur fragen, haben Sie heute für mich irgendetwas Besonderes zu tun? Der sechste. Vergessen. Gib mir einen Augenblick. Ich muss das sechste. Kein Problem, Sir. 19. Oh Gott, da wird mir ja blöd. 66. Nein. Alter, ich habe eine Pistole gefunden. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Pistole. Jiha. Geh und nerv deine Mutter, kurz verstecken. Hatte ich da nicht nämlich schon Munition mal irgendwann gefunden? Nein. Schade. Aber jetzt laden wir die Pistole. Geladen und entsichert. Wo muss ich denn hin? Okay, einmal quer durch. Zack. Fabius wird hier nie wieder auftauchen. Eigentlich könnte ich das Zimmer nehmen. Das ist viel größer wie meins. Und viel schöner. James, ich habe eine Pistole im Tresor gefunden, aber sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht seinen Geist schwach. Ich habe keine Ahnung. Okay.
Okay, das war also nicht die offensichtliche Lösung. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh Mann. Hätte ja sein können. Oh Mann. Muss ich jetzt den ganzen Tag von vorne spielen? Ah, scheiße. Naja, ich dachte halt, ich muss ihm in die Fresse schießen. Keine Ahnung warum. Ich dachte, das macht Sinn. Also gut. Lucius, du hast mich erschreckt. Jetzt sei doch nicht so schreckhaft. So, Schlüssel, Dokument. Die Zahl 6.6.1966, unser Geburtsdatum vermutlich. Ich hab's leider schon gar nicht mehr im Kopf, wann wir geboren sind mit unserem Lucius hier, aber... spielt ja auch keine Rolle, nett. Boah, unser Vater wird denken, wir sind so vorbildlich. Wir haben die Geschäftspapiere schon, bevor uns danach fragt. Die Anrufung Satans befiehlt den dunklen Mächten. Geht es dir gut, Junge? Zu verleihen? Danke, Lucius. Gib ne Ruhe. Tschüss. Da stimmt etwas. Verschwinde, nicht. James. Das muss ich überprüfen. Charles. Naja, egal. Hallo, Sir. Ich wollte nur fragen, haben Sie heute für mich irgendetwas Besonderes zu tun? Okay, Kurbel. 6, 6. 19 und... oh Gott, da kurbelt muss ich ja einen ab, hey. Gut. Pistole habe ich. Holen wir uns die Munition wieder. So. Geladene Pistole. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Ah, richtig. Ich beschäftige mich doch, Alter. Okay. Lehrer, ich mach dich kalt, ich hasse Mathe. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Also, ah, das ist ja teuflisch. Zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. Die, wo der Teufel drauf ist. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? Wie viel ist eine Kugel in deinem Kopf? Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8? Hier, friss. Das nächste Fach ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Nein. Warum? Ich habe kein Biologiebuch dabei. Ach du Scheiße, wo finde ich jetzt... ist das mein Biologiebuch? Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Ah, ich krieg da so eine teuflische Idee. Ah, Gedankenkontrolle. Gönn dir einen Schuss Bildung. Eine Kugel Blei in einen Kopf ergibt einen toten Lehrer und kein Matheunterricht mehr. Ein Springbrunnen. Ich wollte schon immer ein Zimmerspringbrunnen. Sehr
Sehr schön. Und ich bin wieder mächtiger geworden. Die Lage wurde immer schlechter. Der Lehrer des Jungen beging Selbstmord. Da hätte alles klar sein sollen, aber etwas verschleierte die Wahrheit. Die Pistole, die er benutzte, gehörte Charles Wagner. Aber als der Schuss fiel, sprach Wagner in einem anderen Zimmer mit seinem Chauffeur. Die Pistole wurde in einem Tresor in Wagners Büro aufbewahrt und war nicht einmal geladen. Ich war verwirrt, wie der Lehrer an die Waffe gekommen war. Das gab mir zu denken. Er hätte den Fahrer erpressen und die ganze Sache arrangieren können. Aber das war Spekulation. Das Anwesen war in einem kompletten Durcheinander. Mrs. Wagner litt deutlich und befand sich in einem gebrechlichen Zustand. Einige der verhörten Personen haben mir erzählt, sie führe Selbstgespräche und würde ohne Grund lachen. Wer könnte ihr das verdenken? Besonders nach dem, was dann passierte. Dafür hätte man ein Genie sein müssen. Wir entdeckten, dass der kleine Filmcontainer von Onkel Tom noch einem anderen Zweck diente. Dort könnte ein kleines Loch für bestimmte Gelegenheiten gewesen sein. Ich sah nur nicht den Sinn. Mr. Wagner war nun vollständig davon überzeugt, dass seine Familie irgendwie verflucht worden war. Noch schien dies sehr weit hergeholt zu sein. Juni 1973. Voyeur. Guten Morgen. Gläubige Menschen nehmen mich als Symbol. Du kannst mich... Was? Nochmal. Du kannst mich drehen und stark werden wohl. Ich habe eindeutig ein Kreuz. Auf jeden Fall ein Kreuz. Bleibt da überhaupt keine andere Option nicht. So, und jetzt... werden wir dem Wegmarker hier runter folgen und mal schauen, was heute ansteht. Wir müssen hier raus, okay? Hallo, Liebling. Ah. Susan. Die nennt mich Liebling. Nicht mehr lange. Wäre doch eine Schande, wenn ihr was passieren würde. Hausmädchen Susan. Sie kümmert sich um die Wäsche. Alter, ich werde dich umbringen. Wegen dir musst du die ganzen Schlüpper einsammeln, weil du nicht fähig warst, das zu machen. Ich meine, hier ist der Raum, wo wir als Foyer gelten. Weil wir können ja... wir können ja ins Bad schauen. Kommt nochmal was dazu? Nein. Na, wir laufen jetzt einfach mal im Schmuddelfilm rum. Wird schon niemanden stören. Ah. Ich habe das Gefühl, dass es hier mit dieser Kammer zu tun hat, aber ich komme nicht drauf, was ich hier machen muss und wie Susan hier reingeht. Ja, ich muss vielleicht mal nachher suchen. Es tut hey, mir leid, Lucy, Nancy! Ich dachte gerade daran, wie viel Glück wir alle hier haben. Er ist verrückt. Einfach verrückt. Wir haben sogar im Badezimmer ein Kreuz. Und dein Kind säuft. Dein Mann ist verrückt. Es ist nur da, um alle zu narren. Ups. Sei vorsichtig, Lucius. Das war teuer. Ja, es war teuer. Gehst du jetzt duschen? Susan? Doch nicht vor Lucius. Oder etwa doch? Verdammt.
Verdammt! Wie kriege ich die dazu, dass die jetzt baden geht? Kann ich die mit irgendwas nass spritzen? Ne, tendenziell eher weniger. Eher weniger. Susan. Ich bin dir auf den Fersen. Na los, Susan, lauf. Lauf. Du musst in die Waschküche gehen, denke ich. Ein schweinischer Ort. Sie hängt unsichtbare Wäsche auf. Okay. Mach das. Ich dreh mal das Kreuz hier um. Soll jeder wissen, wer hier zu Hause ist. Ah, das sind diese Waschmaschinen, wo man oben einlädt. Können wir nicht machen, dass die vielleicht ein bisschen... Wir könnten die vielleicht ein bisschen manipulieren. Vielleicht mit einem Schraubenschlüssel? Nein, funktioniert leider nicht. Ich muss echt aufpassen, nicht, dass sie mich hier noch erwischen. Irgendwas reinschmeißen vielleicht. Boah, Junge, Junge, das ist schon wieder echt. Echt schwierig. Ich hab's Gefühl, ich muss die irgendwie kaputt machen. Aber ich weiß nicht wie. Ich hätte ja gern einen Tipp, aber... Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Spiel mir großartig hilft. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören. Werkzeug. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt werde ich es langsam leid. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, hör doch mal. Ja, mein Handy. Typisch Let's Player. So, tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Der Klassiker. Das Handy klingelt. Hör zu. Ja, pst, hör zu. Pst, halt die Schnauze. Da war ich schon drin, da befand sich mein Montiereisen. War ich nicht irgendwas, was ich da... Muss ich da irgendwas reinstecken vielleicht? Ich bin so richtig planlos gerade. Ihr merkt's. What the fuck? Können wir die Kugel da reinschmeißen? Ja klar, jetzt muss ich... Ach Gott. Jetzt muss die Susan direkt wieder hier reinkommen. Sieht die das? Irgendwie nicht das Gefühl, dass es funktioniert.
Was schmeißt man denn am besten nicht in die Waschmaschine rein? Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Okay, unsere Nancy dreht durch. Was könnten wir denn reinschmeißen? Was kann man denn da reinschmeißen? Gib mir mal einen Tipp. Ja, Schuhe werden es wohl auch nicht sein. Ich brauche irgendwas Großes, Schweres. Hier geht's wieder runter. Liegt hier vielleicht irgendwo? Videobänder, Filmkassetten. Wir könnten so eine Filmkassette da reinschmeißen. Wie unauffällig. Lucius mit einem fetten Pornofilm in der Hand läuft hier im Haus rum. Keinen interessiert's. Muss es probieren, vielleicht klappt's ja. Kann ich die jetzt dazu bringen, vielleicht den... Wenn die jetzt wieder kommt, kann ich die dann von der Tür da drüben zur Waschmaschine befehligen, dass sie die anschaltet und dann nass wird, dass sie sich duschen muss vielleicht? Das ist aber auch irgendwie nur sehr vage. Alter, ich habe keine Ahnung. Ein Wasserhahn. Ach. Susan. Wo bist du? Ich komme dich holen. Da bist du. Noch summt sie ein fröhliches Lied. Aber ich bin der Überzeugung, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Also die kümmert sich auf jeden Fall nicht vorbildlich um die Wäsche, hier liegt nämlich schon wieder Wäsche rum. Susan, komm und schalte die Waschmaschine an. Oder drück dir das Bügeleisen ins Gesicht. Oder tu irgendwas Ungesundes. Sein Geist ist zu stark für die... Sein Geist, okay. Wir haben herausgefunden, dass Susan keine Frau ist. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wo, wie, was. What the fuck? Na gut, aber ich denke, ich werde die Folge für jetzt einfach mal beenden. Ich werde es dann alleine noch ein bisschen suchen gehen. Den Schussbildung für heute habt ihr ja schon mitbekommen. Okay. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut mir ein Like raus und schaltet auch nächste Folge wieder ein. Bis dann. Ciao.